auf zur Südpassage. Ich hoffe mal, es wird jetzt etwas gemütlicher demnächst. So, gut, vielleicht doch mal mit jemand anderem. Akrobatisch-Mädchen, hatte ich die schon mal? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Bin mir nicht sicher, ob ich Seven schon mal hatte. Es sieht aber interessant aus, wie sie kämpft. Auf jeden Fall. Oh Gott, what the fuck, was kommt denn da auf mich zu? Nein, nicht du, sondern ich will King haben. Oh ja, das ist ganz gut, dass ich King genommen habe. Schande, was geht denn hier ab? Treffe ich ihn überhaupt? So ein bisschen. Aber nicht sehr. Komm, steh auf. Ich will erstmal dich platt machen. Dann machen wir mal diesen Kraftschuss. Der nicht trifft. Das ist toll. Na komm, den kriegen wir auch noch klein. Oh, gut, okay. Ich dachte, die Säulen stören dabei. Besiege einen Gegner durch Magie? Nein. Das mache ich nicht. Okay. Jetzt der Große oder kann ich den gar nicht bekämpfen? Jawohl. Oh, jetzt muss er wieder nachladen. Gut, gehen wir doch direkt auf den Oberleutnant. Der wird leiden müssen. Ich könnte natürlich auch einen von den anderen beiden nehmen. Aber die sind gerade hinten so schön beschäftigt, ne? Na gut, egal. Dann geht's wahrscheinlicherweise ein bisschen schneller. Ui. Geht's noch? So, jetzt aber. Und Sieg. Alle sein Anime zu mir und die Quale, Quale? Die haben sich schon wieder verkrochen. Bleibt doch mal da. Ich würde euch gern ausnehmen. Das wisst ihr doch. Nein, du sollst ihn ausnehmen. Dankeschön. Die Edelpelze stecke ich mir gern ein. Mit denen kann ich bestimmt noch irgendwas anfangen. So, damit wieder zurück auf King. Was ist denn mit dem Ding hier? Ich hoffe mal, das greift mich nicht weiter an. Der Ostaufgang. Das mit dem Verhängnistreffer klappt nicht so wirklich. Okay. Setzen wir mal wieder Seven ein. Und gehen noch hier auf den letzten von den dreien. Die ist eigentlich auch ganz witzig, weil sie eine gute Reichweite hat, obwohl es ein Nahkampfangriff ist. Und der Schaden nicht schlecht ist, muss ich sagen. Also Seven ist auch nicht so übel, auch wenn ich ihre Waffe ein bisschen bizarr finde. Aber gut, was willst du machen? Wow! Sehr gut. Ne, nehmen wir erstmal den hier drüben, der in der Nähe ist. Sie haut gerade gut rein, muss ich sagen. Okay, das lief. Anime für mich. Und wir gehen gleich auf den Chef drauf. Ja, Seven könnte mir gefallen. Oh ja. Und du? Eine Flasche schwarzer Tiger erhalten, okay. Planänderung. Was gibt's denn, kleiner Mogri? Die Zielperson wurde gesichtet. Schalte den Oberst aus, Cooper. Okay. Sind wir dabei. Die Moral scheint schon tüchtig im Arsch zu sein bei unseren Freunden. Wir nennen sie Dämonen für nichts, gut, wir machen erstmal hier die kleineren Nimrods. Also klein ist vielleicht zu viel gesagt. Die Nimrods fertig. Mann, 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 Mann. Hier hagelt's aber Treffer. Jawohl. Und der nächste.
Also wenn sie dann mal trifft, dann haut's richtig rein, ne? Darf ich mal so feststellen. Not yet. I have to save as many men as possible. Mal sehen, ob er denn wirklich entkommt. Ich zweifle noch dran. Schnell hinterher in den Durchgang. Wir kriegen ihn noch. Neue Order, schon wieder. Was gibt's denn? Der Befehlshaber hat sich mit einer kleinen Anzahl Soldaten in der Festung verschanzt und weigert sich zu kapitulieren. Dann werden wir ihn wohl mal zur Kapitulation zwingen müssen. Schaltet ihn aus, genau. Das ist der Plan. So, Kampfmitglieder. Sind die anderen jetzt wieder belebt? Nein, sind sie nicht. Okay, dann lasse ich mein Team auch so, wie es ist. Dann ändere ich da gar nichts dran. Ich komme eigentlich gerade ganz gut klar mit denen. Militärisches Hauptquartier. Ich hätte höchstens speichern können, natürlich. Jetzt ist es zu spät dafür. Wir flüchtet, die feige Sau, wa? Wie er abzuhauen versucht. Ja, jetzt nimm doch mal bitte die Anime. Mädchen, nimm die Anime. Nimm die Anime. Achso, ich hatte ihn nicht anvisiert, ich dachte. Dann ist natürlich klar, warum sie es nicht nehmen wollte. Was war das denn? Tja, flüchtet er einfach. Sympathisch. Ein sympathisches Mädchen. Weiter geht's. Übelste Killer-Bitch. Wahnsinn. So, jetzt geht's Oberst Schmitz an den Kragen. Ho, 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 ich krieg grad... Ich wollte gerade sagen, ich habe ganz schön was abgekriegt gerade. Sank ist ja der Shit mit ihrem Schaden. Wahnsinn. We have successfully retaken Togoreth's stronghold. The main army will now pursue the remaining Imperial forces. Class Zero, you... Mann, hau die rein. Where did that emergency transmission come? Was ist jetzt los? Hm? What the? Fuck, was ist das? Ach. White Thunder is headed for Togoreth. Good. Now we just need them to wait until he gets there, as General Kator planned. Inform the troops in Togoreth. Sir! Attention, all troops in Togoreth! This is Kusabi! Get ready. You're going to help me test this new model. Right. I'm coming for you. Oh, fuck. Na, das kann ja was werden. Ich glaube, da ist Sunk jetzt vielleicht der falsche Charakter, weil sie einfach so lahm ist. Ich ruf mal Trey zur Hilfe. Und wen nehmen wir noch? Sykes. Oh Mann. Das kann ja ein Kampf werden. Ach du Schande. Meine Güte, haut er rein. Oh Gott. Oh Gott. Das könnte übel werden. Hör doch mal bitte auf, dich so schnell zu bewegen. Das macht mich fertig. Oh, shit.
Was ist das denn jetzt für ein Kampf hier? Okay. Ah, schade, wenn ich den noch getroffen hätte. Wenn er es öfter tut, habe ich eine Chance. Und ich glaube, dafür hebe ich mir Song auch mal auf. Ich soll nicht gerade mit Deuce reingehen. Okay. Jetzt. Drauf da! Komm schon! Ah, Mist! Zu langsam! Ah, scheiß auf Deuce, die ist egal. Ah, Mist. Okay. Ich muss mir Sank echt aufheben dafür, wenn der Typ runterkommt. Ah, der Faustkämpfer ist vielleicht auch nicht das Beste. Genau, Ace. Jetzt! Drauf! Ah, Mist! Das gibt's doch nicht. Ich krieg's nicht hin. Aber wir haben ihn bald. Der Typ macht einen Wahnsinnsschaden. Das ist krass. Oh, fuck. Langsam wird's schwierig mit den Leuten. Nein, 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 nein. Nicht sterben, Sank. Ich brauch dich. Komm schon. Komm runter. Jetzt wieder. Na komm, geh ich gleich mit denen drauf. Jawohl. Glück gehabt. Der war übel. Gibt's was zu sammeln? Nein. Puh, meine Güte. Ja, Anzahl der K.O.s ist bloß leider Stufe D, das dachte ich mir schon. Gesammelte Anime sind jetzt auch nicht so viele, okay. Aber immerhin die Zeit war in Ordnung. Was soll's, wir haben General Bashtar besiegt. Das war ziemlich hart, muss ich sagen. Gut, dass der nicht so viel einstecken konnte. Hat zwar viel Leben gehabt, aber eine schlechte Verteidigung. Echt Glück gehabt. Und damit war unser Angriff trotz des weißen Blitzes noch erfolgreich. Mission abgeschlossen. Sonderbelohnung, Esper aktualisiert, Shiva freigeschaltet. Oh, cool. Sonderbelohnung, Silberreif. Und als Trey 30 Gegner besiegt, Sonderbelohnung, VP-Sortiment aktualisiert, Jagdbogen freigeschaltet. Als Trey 10 Anime gesammelt, ein Final-Elixier für mich und als Seven ebenso. Auch als King 10 Anime und als Machina auch. Als Nine 50 Anime gesammelt, auch bloß ein Final-Elixier, schade eigentlich, dass es nicht mehr ist. Na gut, aber es gab einige Final-Elixiere für uns, gut zu wissen, wir können uns also gut heilen in den Kämpfen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Aber was soll's. Hm. It's time. Your actions will also face reprisal. Once again, if you survive. Coward! I expected more of a fight. Forward! Come on! It's right there! Come on! Der Lassie, oder? Ah, Kunmi. Kann das sein? I'm detecting a Lassie in the Tograth stronghold. It's a White Tiger Primus Lassie. Not surprising. Contact all units headed inside the stronghold. Sign Red, headed for the Tograth stronghold. Impossible. A head-on collision? What in the world is the crystal trying to do? Oh. Order all units to retreat! Emergency transmission. Lord Shuyu is headed your way. If you're hearing this, fall back immediately. I repeat, withdraw from the front line at once! Oh.
Pirates. The Vermilion Guardless Sea. Guardian of the White Tiger Crystal. Tell me, is this the focus you have been given? I have not to say. I see. Das ist Nimbus. Alles klar. Nicht unsere Liga. Although the Battle of Togoreth was definitively won by the Allied forces of Rubrum and Concordia, what was to be the first clash between Lassie in 500 years resulted in the obliteration of Rubrum's proud city of Togoreth from Oriens. Heftig, heftig, aber wenn solche Mächte aufeinandertreffen, wundert mich das nicht, dass Togoreth komplett verschwindet dabei. Das war ziemlich hart, muss ich sagen. Und das ist definitiv noch eine Klasse über uns, wenn die Lassie gegeneinander kämpfen. Ich bin mal gespannt, ob wir es irgendwann mal mit denen aufnehmen können werden. Und an der Stelle endet Kapitel 2. Schauen wir uns noch den Anfang von Kapitel 3 an, damit ich noch abseits der Aufnahme ein bisschen hier weitermachen kann, noch ein bisschen leveln kann und solche Sachen. Schauen wir rein. Nein, brauche ich nicht nochmal überschreiben, das ist schon das neue Kapitel. Auf geht's. Weapons of mass destruction. Das Zeitalter der Zerstörung. Is it true the Dominion is using a Lassie in battle as well? Yep. I heard that's why the operation at Togoreth failed. Then the rumors that Togoreth was wiped out? It's true. Unbelievable. He won't raise havoc here, will he? As long as the crystal's under military control, the Lassie can't do anything. Don't worry. But you never know what Lassie are think. I only came to check on your status. Resume your duties. Yes, sir. Engine 9's output is stable. Its patterns still don't match Circuit 7 exactly, but I believe we can get them closer. That should be sufficient for supplying power to the prototype. What's the status on the link? There's still a few issues before it can be controlled for an extended period. I'll send some engineers from the Steelworks. Fix it immediately. Yes, sir. Ein neuer Eintrag wurde in den Annalen des Feuervogels freigeschaltet. Cooper? Da bist du ja, Cooper. Begib dich zuerst in die Kommandozentrale. Dort erhältst du weitere Anweisungen vom Kommandant Kurasame, Cooper. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Wir machen an dieser Stelle Schluss und schauen uns beim nächsten Mal an, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass sie den Kristall unter Verschluss halten, die Meliten? Das heißt, der Kristall wird vielleicht dazu gezwungen, die Lassie, beziehungsweise die Lassie werden dazu gezwungen, einzugreifen gegen ihren Willen? Könnte das sein? Wer weiß, wir werden es bestimmt noch herausfinden. Beim nächsten Mal schauen wir uns Kapitel 3 an. Das war's von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein!